Und willkommen zurück zu Yo-Kai Watch Wibble Wobble. Mensch, Kai, was machst du denn wieder in der Yo-Kai World? Wo treibst du dich denn wieder rum, du kleines Schwein? Ja, ihr müsst wissen, ich bin zum diesen Zeitpunkt, zum heutigen Zeitpunkt, an dem ich das aufnehme, bei Kevin, beziehungsweise temporär nicht, da heute nämlich Valentinstag ist und Kevin möchte mit seiner Freundin ein bisschen alleine sein, deswegen möchte ich heute so ein bisschen mit meinem Valentinschatz alleine sein. Und das ist halt Yo-Kai Watch Wibble Wobble, deswegen, ja, wisst ihr Bescheid. Das hat jetzt zwar nicht den Grund erklärt, warum ich in der Yo-Kai World war, aber okay, ihr habt es ja gerade eben gehört, ich bin eine gesamte Woche bei Kevin. Und diesbezüglich wollte ich natürlich erstmal gucken, in der Yo-Kai World wieder so ein bisschen Y-Geld aufzubauen, ein bisschen Cash zu sammeln. Hat jetzt nicht ganz so geklappt, aber hey. Ja, heute am Valentinstag für mich bin ich wieder im Spiel, nehme wieder ein bisschen auf, bevor mich der gute Kevin dann heute am Valentinstag abholt gegen Abend und ja, wir dann wieder zu ihm fahren, um die Bretter aufzunehmen, ja, um krasse Tracks und Texte aufzunehmen und natürlich auch Songs aufzunehmen, ja, Texte zu schreiben, Songs aufzunehmen, so muss das sein. So, hätten wir das geklärt und ja, dementsprechend machen wir jetzt auch wieder da weiter, wo wir aufgehört haben. Und zwar im 7. Kreis des Endlosen Infernos. Wir stehen kurz vorm Boss. Und jetzt erstmal natürlich gucken, dass wir diese Gegner hier klatschen. Let's go. Ihr werdet jetzt auch einen kleinen Unterschied sehen, oder? Werdet ihr ihn sehen? Wahrscheinlich nicht. Nee, ich glaube nicht. Nein. Okay. Ihr müsst wissen, ich bin nämlich gerade dabei, so ein bisschen den guten wie nennt man ihn nochmal? Nicht Zangzar. Den wollte ich ja nicht im Team haben. Beziehungsweise noch nicht. Ich bin nämlich gerade dabei, den guten Butzemann zu definieren. Ja, er ist nämlich gerade in der Defi-Phase. Und ist gerade ein bisschen am Trainieren. Denn ich habe nämlich vor, für etwas schwierigere Level ihn reinzupacken. Statt Spinnübel. Ihr kennt die Diskussion ja schon etwas länger. Dass ich dabei bin, Spinnübel auszuwechseln. Wenn wir gerade keine Punkte-Level brauchen oder keine Punkte brauchen, ergo auch kein Geld brauchen. Ja, und in diesem Sinne. Ich denke mal in den nächsten Parts irgendwann, das werden wir sehen. Werde ich auch dazu kommen, den guten Butzemann reinzupacken und ihn, wie gesagt, zu ersetzen. Wenn ich gerade gesagt habe, ich ersetze Butzemann durch Spinnübel, dann mache ich es immer umgekehrt. Bedeutet, dass ich Butzemann ersetze. Spinnübel wird durch Butzemann ersetzt. Und wie man hier sehen kann, keine Chance, wir kommen nicht weiter. Kann man machen und tun, was man will. Bringt hier alles nichts. Nach der ersten Fieberphase war schon Feierabend für uns. Was auch daran lag, dass wir Stimuleo nicht ready gehabt haben. So dass wir dann quasi einfach zwei Stärkungs-Ultisils hatten, aber ne. Das hatten wir nicht. Dementsprechend haben wir den Kampf auch verloren. Ich komme auch momentan gar nicht zu, hier irgendwas zu verbinden, weil das Spiel absolut nicht gönnt. So, gar nicht. Absolut nicht. Jetzt muss ich ja die ganzen Spinnübels verbinden, weil, also, das Ding ist so, ich schleife Spinnübel gerade so als HP-Schlampe mit. Gut deutsch gesagt. Ne? Eigentlich hat sich hier gar nichts verloren im Team. Weil dann auch eben gar nichts reißen kann. Außer Punkte steigern. Und deswegen muss ich irgendwie gucken, dass ich as fast as possible und as soon as possible natürlich auch Butzemann reinpacke. Damit wir hier nämlich mal eine ansatzweise Chance haben, ne? Aber es sieht halt echt nicht gut aus. Ne? Gerade bei der nächsten Attacke von Portalex könnte schon wieder Feierabend sein für uns. Ne? Ich glaube, ich habe. Ja, also ihr seht, das ist halt. Das wird nichts.
Denn ich bekomme noch einmal irgendwie die... Ne, das wurde wieder mal gar nicht gegönnt. Gar nicht gegönnt wurde das. Das kannst du auch nichts machen dann. Ne, also wenn die letzte Verwendung von Sugar dann nicht gegönnt wird, dann kann ich da auch nichts machen. Das ist halt so, ne? Und da sieht man einfach, wir sind mit dem jetzigen Team einfach falsch. So, das ist falsch. Und deswegen scheiß auf das jetzige Ziel von... Ja. Spinnübel drin lassen. Das machen wir nicht. Wir leveln Butzmann jetzt auf. Ist mir egal. Weil ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr, ständig zu unterliegen. Deswegen wird er gut jetzt auf ein paar Level höher gepusht. Dann sehen wir weiter. Was ich hier so ein bisschen kacke daran finde, dass du das nicht skippen kannst. Dass du dabei zusehen musst, wie er gerade verbessert wird. Was einfach Schwachsinn ist. So. Wieso muss ich mir angucken, wie tausende Stufen übersprungen werden? Das macht doch gar keinen Sinn. Ja. So, aber ihr seht, wir haben spirituelle Studien gefarmt. Das ist an sich ja auch schon mal nicht schlecht. Frage ist halt nur, bei wem ich es anwenden werde, ne? An sich würde ich ja sagen, bei Spinnübel, aber was soll ich mit dem? Der pusht mir ja nur im Grunde meine Punkte. Dann pusht er zwar mehr zu mehr Punkten, okay. Das wäre es bestimmt wert, um viel mehr Cash zu farmen. Und ich würde sagen, komm, dann machen wir das auch eben schnell. So, Spinnübel. Packen wir die drauf. Dann wäre die endlich auf Level 2. Sehr schön. So, und ihr seht hier, eine heilige Kluge reicht nicht aus, um von Level 20 auf 30 zu kommen. Der wird wahrscheinlich Level 26 oder so sein Ende finden. Ne. Alter. Das ist krass. Dass eine heilige Kluge bei einem S-Rang jetzt überhaupt nichts mehr bringt, bei Stufe 20. Das ist krass. Wow. Man will ja auch effizient sein und nicht alles verschwenden. Deswegen packe ich mir jetzt ein paar mittlere Kugeln. Die sollten jetzt noch zweimal benutzt werden und dann wäre ich eigentlich, ja, da wo ich hin will. Und zwar zu Level 30. So, und dann ist die Frage, was machen seine Werte denn jetzt? Ich weiß, dass Butzemons Werte bei Level 50 ungefähr genauso sind wie bei Shogunyan. Ja. Und das ist zwar angriffsmäßig gut, Lifepod-mäßig sind wir aber wieder am Unterliegen. Ne, warum? Weil Spinnübel in den Life Points viel mehr Power hatte. Komm, wisst ihr was? Ich gönne ihm jetzt mal eine. So. Also ich glaube, von den Ulti-Seals her sollte sich zwischen Butzemann und Shogunan nichts unterscheiden. Die sollten die gleichen Werte haben. Schätze ich jedenfalls mal. So, dann machen wir noch Level 35, entschuldigen Sie. Da wären wir auch jetzt erstmal durch. Gucken uns mal an, was die Ulti-Seal von ihm auf Level 2 bringt. 71 Schadenspunkte, das müsste bei Shogunan genauso sein, oder? Oh, er hat sogar einen Punkt mehr. Interessant. Interessant. Jetzt denkt man sich so, ja, was bringt denn einen Punkt? Kai, das hat doch gar keinen Unterschied. Das werden wir sehen. Wir werden auch sehen, ob wir jetzt überhaupt eine Chance haben, weil uns fehlen jetzt auch, glaube ich, noch 300 Lebenspunkte, um überhaupt auf die vorherige Anzahl zu kommen, weil wir haben jetzt 2915. Dafür haben wir jetzt ein bisschen mehr Angriff. Bei... Das Spinnübel hat mehr Angriff als er. Es ist eine komische Sache. Ja? Es ist komisch.
Klar, es sind am Ende 5 Punkte, die den Unterschied machen. Und natürlich kann auch, ja, Butzemons Ultiseel ein bisschen mehr Schaden machen. Wir gucken mal, wie das jetzt ist. Wenn uns 300 Lebenspunkte fehlen und wir ungefähr genauso viel Angriff machen. Weil, wie gesagt, das ist halt so ein Punkt, der uns hier gerade am Fehlen ist. Na, das ist das klare Defizit. Und ich sag mal so, wenn ich gegen das McCrack-Recolor kämpfe, dann will ich nicht mit Spinnübel da stehen, sondern ich will mit Butzemon Level 50 da stehen, damit wir eine ansatzweise Chance haben. Eine ansatzweisige. War das der richtige? War das richtig ausgesprochen? Ich hoffe es mal. Da müssen wir natürlich auch gucken, dass zur Ultiseel alle Ultiseels ready sind. Auch wenn hier leider Butzemons fehlt, aber das kriegen wir noch hin. Können wir gut korrigieren, und zwar indem wir einfach jetzt den machen. Jetzt hoffentlich einige Butzemons verschellt werden. So sieht's aus. Und dann machen wir jetzt nämlich mal hier 21 das gleiche. Denn die Ultiseel von Butzemon und Shogunan sind 21 auch die gleichen. Ja, das ist klar. Komm schon, gönn doch. Es sind 1:1 die gleichen Ultiseels, nur dass halt Butzemons etwas mehr Schaden macht. Ne? Aber es ist die dritte Ultiseel, die uns jetzt gefehlt hat, um noch weiter Damage auszuteilen. Das ist das Ding. Deswegen würde ich sagen, ist es halt doch schon irgendwie wichtig, wenn Butzemon im Team bleibt. Und gerade auf Level 50, und ich werde euch schwören, dass ich ihn auf dieses Level pumpen werde. Sei es jetzt mit Klugeln oder Real Pair, was weiß ich, harten Level-Aktionen. Das bekommen wir schon hin. So, wie sieht es mit dem Event aus? Man kann nochmal an einem Event teilnehmen, oder wie? Nö. Okay, das Event ist vorbei. Es wird aber trotzdem noch irgendwie angezeigt, um auch das Ergebnis anzuzeigen von wegen bla bla bla. So viele Punkte waren es in der letzten Runde und so. Ja, gut. So, heute irgendwie 2 Level geschafft, kann das sein? Das ist ja voll die krasse Leistung. Oder ein Level? Haben wir heute nicht bei Portalex angefangen? Das nenne ich mal ein Pensum, oder? In 12 Minuten, in 13 Minuten ein Level geschafft. Das ist eine Leistung, die seinesgleichen sucht, ne? Das ist schön. Das ist richtig gut. Ja, läuft bei mir. So, Shogun Ultiseel ist full. Jetzt kümmern wir uns noch um die anderen Ultiseels. Ah, ich liebe es, wenn du einmal verbindest, und es wird halt überhaupt nicht gegönnt. Mit der Ultiseel, das ist immer das Beste an diesem Spiel. Immer. So, und wie schaut's jetzt aus? Zwei sterben. Jetzt habe ich noch einen von mir, aber ich bin Level oder ich bin lebensmäßig so am Nullpunkt gerade. Das ist nicht mehr feierlich. Auch wenn ich dann nur so einen tapfer Healer Rang S hätte, wenn es überhaupt einen gibt. Ich habe keine Ahnung. Ist das so ein richtig guter Rang S tapfer Yokai Healer? Vielen Lebenspunkten. Mit vielen Lebenspunkten. Guten Angriff und einer guten Heilung. Na, dann könnte ich nämlich auch endlich Maximum N rausschmeißen. Und das war ein sehr, sehr knapper Kampf. Der war richtig knapp. So, damit wir heute überhaupt noch mal irgendwas schaffen, nächstes Level direkt hinterher. Und hoffen, dass wir das auch direkt mal im ersten Versuch hinbekommen. Na? Sehen wir mal. Also mit den beiden Angriffspushs und mit allen Ultiseels am Start, ich denke, da können wir schon viel abreißen. Aber das müssen wir erstmal hinbekommen, ne?
zur Ultiseel oder zur Fieberzeit alle Ultiseels ready zu haben. Jegliche. Ja, ich denke, da gibt es einfachere Rätsel, die mir schon mal gestellt worden sind in diesem Spiel. Okay, Shogunyan sieht okay aus. Verspeise sieht okay aus. Meine Lebenspunkte sehen absolut nicht okay aus. Boah, was ist denn da los? Ja, also wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, wäre es das wieder von meiner Seite aus. Da ist vorbei. Ja, vor allem, da wir jetzt auch nicht irgendwie noch zu Shogunyan kommen, wofür ich dann auch nichts kann, so. Wenn ich ihn nicht bekomme, kann ich nichts machen. Dann kann ich auch einfach nichts machen, ne? Wenn er mir nicht hingelegt wird, oder zu spät, ne? Dann kann ich nichts machen. Naja. Aber man muss mir auch zugute halten, ich kämpfe gerade mit einem unterlevelten Butzemon. Und der Kampf gestaltet sich ähnlich wie wenn ich Spinnübel mit reinnehmen würde, ne? Also seht ihr einen Unterschied? Ich sehe nur einen Unterschied innerhalb der Punktanzahl. Sonst ist eigentlich alles gleich, so. Natürlich hier die Gönnung der Yokai-Wap-Wops, ne? Das ist auch klar so. Da wird gar nichts gegönnt gerade. Absolut gar nichts. Das ist immer das Beste an diesem Spiel. Es werden auch keine Kugeln, also keine Bonuskugeln gegönnt. Das ist auch richtig geil. Das ist das Beste an diesem Spiel, wenn du halt keine Kugeln gegönnt bekommst. Damit der Neokai sich schneller in die, in Ultiseel-Form bringen können. Das ist immer das Beste. Das ist immer das Beste an diesem Spiel. Das ist einfach so. Ja, kannst du auch viel machen dann. Also es ist halt richtig, richtige Gönnung so. Es ist richtige Gönnung. Ne? Das ist richtig gut. Also, macht auch richtig Spaß, ne? Also ganz ehrlich, das macht richtig Spaß. Kann mir keiner sagen, so, dass es keinen Spaß macht. Also es macht richtig Spaß, hier unterlegen zu sein. Aus unfairen Gründen. Das ist immer das Beste. Das macht immer am meisten Spaß in diesem Spiel, ne? Wenn du keine Kugeln bekommst, keine Bonuskugeln, sodass du schneller in die Ultiseel kommst, so damit deine Yokai schneller Ultiseel bekommen. Das ist halt richtig geil. Ich könnte mir auch in diesem Spiel nichts Besseres vorstellen als dieses Spielelement. Ich meine, man könnte auch garantieren, ab einer gewissen Größe auf jeden Fall Wop-Wops oder Bonuskugeln zu bekommen. Aber das macht man natürlich nicht, weil das wäre ja dann viel zu viel auf Skill dann aufgebaut. Man braucht ja auch Glück, ne? Das ist ja auch klar. So. Warum denn das Ganze das Können beschränken, wenn man das Ganze auch mit Glück aufbauen kann. Das ist ja auch klar, ne? Also, kann man auch schon die Entwickler verstehen, ne? Da kann man sich schon verstehen, dass sie da hinsichtlich diesen Weg gegangen sind. Also, das ist schon klar. Also, kann man komplett nachvollziehen. Also, jeder, der das hier nicht versteht oder jeder, der das nicht nachvollzieht, der hat halt eben einen riesigen Dachschaden. So, der hat keine Ahnung in seinem Leben. Ne? Jeder, der das nicht akzeptiert, dass man hier auch mal Glück haben muss. Ne? Klar. Dass es in diesem Spiel halt auf Glück ankommt. Normal, klar. So, das muss man einfach verstehen. Wenn das Hauptargument Glück ist, das ist klar. Da kannst du eine Straßenpassantenbefragung machen. Jeder wird dir sagen, dass es hier auf Glück ankommt. In diesem Spiel. Und das ist auch gut so. Ja, klar. Selbstverständlich. Ja, Ironie auf jeden Fall aus, ne? Auch wieder keine Bonuskugel bekommen. Ah, richtige Gönnung, Alter. Also ihr seht, wie knapp die Kisten hier gerade sind, ne? Macht so auf jeden Fall richtig Spaß. Vom Feinsten. Ich könnte mir in meinem Leben nichts anderes vorstellen, außer Glück zu haben, Bonuskugeln zu bekommen. Danke, Conny Brudes und Torbellino Brudes. AKA Nico. Vielen Dank.
Nee, also wenn ich ganz ehrlich bin, oh, das macht so gerade gar keinen Spaß, ne? Absolut nicht. Aber naja. So, gute Laune, Münze. Wird Zeit, irgendeinen Drecks-E-Yokai zu bekommen. Let's go. Rang E. Gib mir mal einen richtig schlechten Rang E-Yokai. Ah, Rang D. Mm. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Na gut, macht's gut, haut rein. Ciao.